Behind His Mask. Eine Steckspin-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 23. Point of View. Stegi. Jedes Mal, wenn ich ihn ansah, brachen tausende Emotionen auf mich ein. Jedes Mal könnte ich ihn anschreien, wütend und voller Hass ihm meine Faust in den Magen rammen. Jedes Mal könnte ich ihm in den Arm fallen, mich verzweifelt und voller Angst in seinem Shirt festkrallen und versuchen, die Tränen auszulöschen. Jedes Mal könnte ich auf seinen Arm springen und ihn ganz fest umarmen, einfach seine Nähe genießen. Jedes Mal könnte ich auf ihn zurennen, ihn küssen, lieben, dieses Kribbeln spüren, ihn nie wieder gehen lassen. Und obwohl ich so viel für ihn empfand, war meistens doch nur eine Leere da, wenn er mich schlug oder sich anders über mich lustig machte. Es hatte sich nichts verändert. Es war, als wäre die Woche, unsere Woche, niemals da gewesen. Es war wie vor der Woche. Er schlug mich, lachte über mich, beleidigte mich, machte mich fertig. Und es gab nur diesen einen Unterschied. Diesen einen winzigen Unterschied, der für mich doch so gravierend war. Es war die Woche, an die ich mich klammerte wie an einen Rettungsring auf einem stürmischen Ozean. Ich konnte einfach nicht vergessen, was gewesen war. Zu viel hatten mir die Erlebnisse bedeutet. Ich hatte ihm vertraut. Und es gab nur drei Menschen, denen ich seit damals je so ein Vertrauen entgegengebracht hatte, beziehungsweise voraussichtlich würde. Palle, meinem Vater und Tim. Doch es hatte keinen Sinn. Anscheinend hatte er die ganze Woche über nur so getan, als würde er mich mögen. Bloß gespielt, dass ihm das alles etwas bedeutete. Und das, damit es mir nochmal wehtat, wenn er jetzt wieder so wie vor der Woche zu mir war. Ich seufzte und wandte mich wieder den Hausaufgaben zu, die vor mir auf dem Schreibtisch ausgebreitet waren. Verzweifelt fuhr ich mir durch die Haare. Eigentlich war ich ein ganz guter Schüler, aber dieser Schulstoff wollte einfach nicht in meinem Kopf reingehen. Ich war viel zu unkonzentriert. Immer wieder schwiffen meine Gedanken ab. Immer wieder hatte ich dieses Bild vor Augen. Tim, welcher sich zu mir runterbeugte und dann sanft seine Lippen auf meine legte. Das Kribbeln in meinem Bauch, die Gänsehaut auf meinen Arm, das Glücksgefühl. Konnten das Anzeichen für Liebe sein? Konnte es sein, dass ich mich, der sich bisher für hetero gehalten hatte, in ihn, meinen Mobber und Peiniger, verliebt hatte? Schwuchtel, riss mich in diesem Moment eine tiefe Stimme aus den Gedanken. Ich hob ruckartig den Kopf und drehte mich um. Unwillkürlich machte ich mich auf dem Stuhl kleiner und setzte mich so weit wie möglich von ihm weg. Unsicher sah ich zu ihm auf, als er mir ein Blatt Papier hinhielt. Ich erkannte es sofort. Es war die Zeichnung, welche Henrik mir am Montag weggenommen hatte. Nervös sah ich in die dunklen Augen des vor mir Stehenden. »Was ist das? Wieso hast du sowas gezeichnet?« fragte Tim und seine Stimme hatte einen etwas weicheren Klang angenommen. Ich zog die Schultern leicht hoch, wie um anzudeuten, dass ich es nicht wusste, auch wenn es natürlich einen Grund für die Zeichnung gab. Aber diesen würde ich dem Braunhaarigen auf gar keinen Fall erzählen. Nicht, nachdem er mein Vertrauen so missbraucht hatte. Nicht, nachdem er wieder der Alte war. Egal, was ich nun für ihn empfand. Tim stieß einen tiefen Seufzer aus. Das Mädchen, das dort auf den Jungen zurennt, ist die, die auch in der Mitte über deinem Schreibtisch hängt. Nicht? Ich nickte bloß leicht. Wer ist sie? Unsicher biss ich mir auf die Unterlippe, ehe ich leise »Meine Schwester«, antwortete. Tim nickte leicht. »Und die Erwachsenen im Hintergrund sind da deine Eltern?« »Der Junge, du?«
Ich bejahte mit einem kaum merklichen Nicken. Der Braunhaarige musterte das Bild einen Moment lang erneut. Aber wieso sind da diese dunklen Wolken im Hintergrund? Fragte er nach einigen Sekunden und sah mich direkt an. Wieso ist da diese schwarze Gestalt mit den roten Augen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Das Bild ist so idyllisch und dann kommt das. Was soll das? Ich biss mir auf die Unterlippe und befestigte den Griff meiner Hände um den Stuhl, auf welchem ich saß. Meine Stimme hörte sich merkwürdig krächzig und rau an. Ich schloss für einen Moment die Augen, versuchte das Bild ihres Mörders aus meinen Gedanken zu bekommen. Seine dunklen, fast schwarzen Augen, die braunen, ein wenig zu langen Haare. Wieso interessiert dich das überhaupt? Brachte ich schließlich raus und blickte Tim direkt an. Einen Moment lang schien er überrumpelt, sah mich nur perplex an. Dann hatte er sich wieder gefasst. Weil ich am Überlegen bin, ob ich das Bild als Druckmittel gegen dich aufbewahre oder es lieber gleich wegschmeiße. Die Kälte in seiner Stimme ließ mich erschaudern. Also sag, wer ist das auf dem Bild? Wieso hast du es so gemalt? Er trat einen Schritt näher an mich, sodass er nun genau vor mir stand. Ich senkte den Blick, traute mich nicht, ihn anzusehen. Das kann ich dir nicht sagen, murmelte ich leise, während ich nervös meine Finger knetete. Ich hörte den Braunhaarigen laut schnauben, als ich plötzlich seine Hand an meinem Kopf spürte, welche diesen nach oben hob. Tim funkelte mich böse an. Sag! Erneut schüttelte ich den Kopf. Konnte es nicht erzählen. Schon so oft hatte ich vor dem Braunhaarigen geweint. So oft hatte ich meine Haltung vor ihm verloren. Doch dieses Mal konnte ich nicht. Selbst bevor mein Vertrauen so missbraucht hatte, wäre es mir schwer gefallen, darüber zu reden. Hatte ich doch mit keinem so richtig darüber gesprochen. Palle wusste zwar, was los war, aber das lag daran, dass ich es ihm geschrieben hatte. Damals hatte ich jemanden gebraucht, der nichts mit dem Unfall zu tun hatte. Jemanden, der mir einfach zuhörte. Der Ältere seufzte leise, ging in die Knie und sah mich nun direkt an. Ich sagte auf dem Stuhl weiter an mich zusammen, wollte ihm nicht in die Augen sehen. Als ich erneut seine Hand an meinem Kinn spürte, breitete sich ein unnatürliches Kribbeln in mir aus. Ich blinzelte kurz, sah dann direkt in seine tiefen, braunen Augen, die mich gerade irgendwie mitfühlend anstarrten. Ich würde es keinem weitererzählen, wenn du es nicht wollen würdest, meinte er leise und seine Stimme hatte auf einmal einen warmen Ton angenommen. In diesem Augenblick sah ich wieder den Tim aus der Woche, unserer Woche vor mir, den Jungen, der lieb und nett war, hilfsbereit und mitfühlend. Das komplette Gegenteil von ihm sonst. Ich spürte, wie Tränen in meine Augen stiegen. Warum konnte ich nicht mal sagen? Ohne es richtig wahrzunehmen, begann ich zu zittern. Ich wollte meinen Kopf wegdrehen, wollte nicht, dass sie mich so aufgelöst sah, doch er hielt meinen Kopf fest im Griff und zwang mich so, ihn weiterhin anzusehen. Mit dem Ärmel meines Hoodies wischte ich mir ein, zweimal über die Augen, um die Tränen wegzubekommen. Ich merkte, dass Tim mich mit einem etwas verunsicherten Blick ansah. Was ist los? Seine Stimme klang irgendwie merkwürdig. Anders. Traurig. Schnell schüttelte ich den Kopf und zuckte mit den Schultern, wie ihm zu sagen, dass ich nicht wusste, was los war, doch der Braunhaarige verdrehte bloß die Augen. Hat es etwas mit dem zu tun, was vor 3 Jahren passiert ist? Stumm presste ich die Lippen zusammen. Versuchte die Gedanken damals zu verdrängen. Kleiner,
sagte Tim leise flüsternd und sah mich mit einem brennenden Blick an. Du weißt schon, dass ich gerade echt nett zu dir bin. Du weißt, dass ich das Geheimnis auch anders erfahren könnte. Mit anderen Mitteln. Bei seinen Worten erschauderte ich. Natürlich kannte ich seine anderen Methoden. Leider nur zu gut. Stumm presste ich die Lippen aufeinander, sah ihn mit tränenverschleierten Augen an. Und auf einmal meinte ich so etwas wie Unsicherheit in seinen Augen zu sehen. Tim lehnte sich leicht zu mir, sodass ich seinen warmen Atem auf meiner Haut spüren konnte. Unwillkürlich zuckte ich zusammen. Doch gleichzeitig breitete sich eine nicht ganz so unbekannte Wärme in mir aus. Eine Wärme, die einem Kribbeln glich. Eine Sehnsucht, einem kleinen Feuer, die ich spürte, wenn er mir nahe war. Ich wusste nicht, was es war. Wusste nur, dass es sich ungewöhnlich gut und irgendwie schön anfühlte. Unsere Augen trafen sich. Und wieder einmal musste ich zugeben, dass dieses klare, dunkle Braun einfach wunderschön war. Auf einmal stand der Braunhaarige in einer ruckartigen Bewegung auf. Er hatte die Augen weit aufgerissen und starrte mich verwirrt und zugleich geschockt an. Seine Hand war zu einer Faust geballt. Sein Blick mit einmal nicht mehr mitfühlend und lieb, sondern aggressiv und wütend, voller Hass und so unfassbar kalt. Ohne es richtig wahrzunehmen, sackte ich weiter in meinem Stuhl zusammen, duckte mich vor ihm. Angst pochte in meinen Adern. Es tut mir leid, flüsterte ich, seinen Blick ausweichend. Ich kann das einfach nicht sagen. Tim blickte mich einen Moment lang unverwandt an, ehe er langsam nickte. Aber Patrick weiß es. Hab ich recht? Seine Stimme klang kalt und monoton. Ich schluckte. Mein Hals tat weh, als würde ich irgendeinen Kloß spüren, den ich nicht runterbekam. Langsam zwang ich mich zu einem Nicken. Tim schnaubte bloß. Du kannst es also nicht sagen. Ist klar. Ein heiseres Lachen verließ seine Kehle. Nun gut. Ich hab dich gewarnt. Tränen, die sagen, ich kann nicht mehr. Tränen, die sagen, ich will nicht mehr. Tränen, die Adieu sagen. Doch sieh sie dir an. Es sind Tränen, die sagen, ich brauche dich. Kapitel 24. Point of view. Toby. Seufzend lehnte ich mich gegen die Wand. Findest du ja nicht irgendwie auch, dass Tim sich seltsam verhält? Fragte ich leise und sah zu meinem besten Freund Ruffy, welcher neben mir auf dem Bett saß. Angesprochen, er drehte den Kopf und runzelte leicht die Stirn. Wie meinst du das? Ich biss mir auf die Unterlippe. Naja, gegenüber Stegi. Das komplette halbe Jahr hat er ihn ja gehasst und nach der Woche, wo wir beide und so ziemlich alle anderen weg waren. Ich seufzte leise. Naja, also, irgendwie ist er seitdem anders. Nicht mehr so, ja, aggressiv gegenüber Stegi und so. Verwirrt hob er für eine Augenbraue. Er verprügelt ihn doch fast täglich und macht sich über ihn lustig. Ich habe eher das Gefühl, dass er noch aggressiver ihm gegenüber geworden ist. Ich meine, hast du Stegi mal angesehen? Er wird quasi bleich, sobald er Timbo sieht und starrt ihn dann immer komplett ängstlich an. Ich zuckte leicht mit den Schultern. Ja, vielleicht hast du recht, aber irgendwie werde ich ja das Gefühl nicht los, dass da irgendwas passiert ist, als wir nicht da waren. Ruffy grinste mich leicht von der Seite an und legte mir einen Arm um die Schultern. Ach komm, mach dir mal keine Gedanken. Mit Tim ist schon alles okay. Ich nickte leicht, während ich versuchte, das sanfte Kribbeln zu ignorieren, das sich ausbreitete, als Ruffy seinen Arm um mich legte. So richtig glauben, dass mit ihm wirklich alles okay war, wollte ich jedoch nicht.
Irgendwas beschäftigte den Braunhaarigen schon seit Ruffy und Jess in Ferien zurückgekommen waren. Er sah Stegi irgendwie immer so anders an. Sein Blick war immer etwas nachdenklich und erst wenn der Blonde seinen Blick bemerkte, hasserfüllt. Generell hatte ich nie verstanden, wieso Tim so einen Hass gegen Stegi hatte. Klar, er war schon, seit ich ihn kannte, jemand gewesen, der eher mal zuschlug, auch wenn ich mir ziemlich sicher war, dass er das nicht immer gewesen war. Wenn wir zu dritt oder generell unter uns waren, waren wir aber alle anders. Keiner von uns war mehr der, der sonst zu sein schien. Keiner mehr der Schläger, Bad Boy, Mobber. Vielleicht war genau das der Grund, weshalb wir so gut befreundet waren. Wir alle hatten eine Geschichte hinter uns, die nicht mal wir gegenseitig zu 100% kannten, aber wir wussten alle, dass das vielleicht ganz gut so war. Als Tim, Ruffy und ich gleichzeitig an die Schule kamen, kannten wir uns noch nicht. Durch einen Zufall gab es nicht genügend Zimmer und so kamen wir zu dritt in ein Zweierzimmer. Schnell merkten wir, dass wir etwas gemeinsam hatten. Vor Unbekannten waren wir komplett anders als unter Freunden. Seit dem Tag, wo ich von einem Jungen beleidigt wurde und daraufhin Ruffy und Tim auf ihn losgingen, hatten wir so etwas wie einen unausgesprochenen Pakt. Waren wir zu dritt, waren wir wir. Aber war noch jemand anderes dabei, konnte niemand sehen, wer wir wirklich waren. Somit hatten wir uns zu dritt den Schlägerruf aufgebaut. Tim hatte im öffentlichen Auftreten ein wenig die Rolle des Anführers übernommen. Meistens war es so, dass er entschied, wer uns gefährlich werden konnte. Dass er die Opfer bestimmte. Nur eigentlich war es nicht so, dass wir uns auf eine Person fixierten. Sie Wochen, ja sogar Monate lang schikanierten. Ich wusste nicht, ob Tim irgendwie Stegi von früher kannte, aber nie hatte er jemanden so sehr verabscheut wie den blonden Jungen. Wobei, verabscheut? Auf andere mochte es so wirken, allerdings war ich mir nicht im geringsten so sicher, ob er Stegi denn wirklich so sehr hasste, wie er immer vorgab. Normalerweise redeten Ruffy, Tim und ich über so ziemlich alles, aber hierbei schwieg er immer und lenkte vom Thema ab. Ruffy und ich waren während des halben Jahres zum Schluss gekommen, dass Tim den Blonden wirklich hassen musste, und zwar noch viel mehr als alle anderen. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass da etwas war, wovon niemand wusste. Nicht mal Ruffy und ich. »Wo ist Tim überhaupt?« fragte mein bester Freund plötzlich und drehte den Kopf zu mir. Ich zuckte kurz zusammen, merkend, dass unsere Gesichter nur wenige Zentimeter voneinander entfernt waren. Die kühle Wand in unseren Rücken fühlte sich plötzlich rau an und ich hatte das Gefühl, schwerer atmen zu können. Leicht strich Ruffys ruhiger Atem über meine Haut. Und ich spürte, wie sich eine sanfte Gänsehaut auf meinen Arm ausbreitete. Er roch so gut. Es mochte komisch sein. Schließlich sollte ich den Geruch meines besten Freundes kennen, aber trotzdem konnte ich nicht genug davon bekommen. Schon damals, als ich meine erste Freundin gehabt hatte, hatte ich es geliebt, ihren Geruch um mich zu haben. Ich schüttelte kaum merklich den Kopf. Entschuldige, keine Ahnung, wo Tim ist. Ruffy zog gleich die Augenbrauen zusammen und rappelte sich auf. Er streckte mir seine Hand entgegen, welche ich auch gleich ergriff und zog mich hoch. Lass uns mal in seinem Zimmer gucken gehen. Wir wollten doch heute Abend sowieso noch zusammen raus. Ich nickte leicht und warf einen kurzen unsicheren Blick auf unsere Hände, die noch immer miteinander verschränkt waren. Ruffys Hände waren groß und warm. Meine Hände passten mit Leichtigkeit in seine. Ein sanftes Kribbeln breitete sich auf meine Haut aus. Automatisch bildete sich ein schüchternes Lächeln auf meinen Lippen. Der Größere bemerkte meinen Blick und grinste mich an. Unsere verbundenen Hände schienen ihn nicht weiter zu stören. Als wir jedoch aus der Tür traten, strammte er die Schultern, setzte einen kalten Gesichtsausdruck auf und ließ meine Hand los. Sofort wurde meine Hand kalt und das angenehme Kribbeln verschwand. Ich seufzte und tat es wenig gleich. Schnell formte ich meine Lippen zu einem gleichgültigen, ein wenig verächtlichem Strich. Ich spürte schon fast den kalten Blick in meine Augen treten.
spürte, wie ich automatisch die Hände in die Hosentaschen gleiten ließen. Es war schon gewohnt. Ein viel zu gewohntes Ritual. Ich warf Ruffy einen kurzen Seitenblick zu. Nach Jahren Freundschaft konnte ich sehen, dass seine Miene nur gespielt war. Sein kalter Ausdruck nicht so kalt, wie es schien. Die geballten Fäuste viel furchteinflößender aussahen, als sie eigentlich sein müssten. Gemeinsam schlugen wir einen schnellen Schritt an, rannten schon fast durch die Gänge des Internats. Vor der Tür von Tim und Stegi blieben wir stehen, sahen uns kurz an. Ruffy hob seine Faust, ließ sie dreimal gegen das dunkle Holz knallen. Keine Antwort ertönte. Vorsichtig legte mein bester Freund seine Hand auf die Klinke, als plötzlich ein leiser Schrei aus dem Zimmer drang. Ich warf Ruffy einen erschrockenen Blick zu. Er erwiderte diesen und drückte die Klinke schnell runter. Die Tür schwang auf und wir traten ins Zimmer. Auf den ersten Blick schien alles normal. Auf den zweiten Blick ganz und gar nicht. Das Zimmer der Jungen war unordentlich, wie immer. Die Möbel standen an Ort und Stelle. Die Betten waren nicht gemacht. Doch vor dem Schreibtisch von Stegi, welcher ein wenig versteckt hinter einer Ecke lag, hatte sich der blonde Junge zusammengekauert. Vor dem kleinen Häufchen Eden hatte sich Tim aufgebaut, welcher gerade zu einem erneuten Schlag ausholte, als wir hereinplatzten. Mit weit aufgerissenen Augen starrte der Braunhaarige uns nun an. Seine Fäuste waren geballt. Eine Zornesader pochte auf der Stirn. Mein Blick glitt erneut zur Stegi. Er lag da, seine Hände in einer verzweifelten, schützenden Pose über sich ausgestreckt. Sein Atem ging schnell und flach. Er schien Angst zu haben. Panische Angst. Und zum ersten Mal merkte ich, dass dieser Junge gebrochen war. Dass er zerstört war. Kaputt. Dass wir ihm sein Leben so gemacht hatten. So, ich gebe zu, ich habe das eventuell ein bisschen vergessen. Erst so am späten Abend dran gedacht und da dachte ich so, nein, das machst du jetzt nicht mehr. Aber gut, schaut bei Kritzelkiste vorbei, schaut bei Drachenmädchen vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!